Hallo Mitmenschen, ich wollte nur bekannt geben, dass diejenigen, die schwachen Nerven sind, jetzt bitte wegschalten sollten. Und auch die, die sauer sind, dass ich im Internet nachgeguckt habe, wie ich weiterkomme, die sollten jetzt auch bitte wegschalten. Es tut mir sehr leid, doch ich habe nachgeguckt. Ach, wir spielen übrigens wieder Amnesia. Es tut mir sehr leid, ich habe nachgeguckt im Internet, wie wir weiterkommen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nämlich wirklich hier, das ist jetzt die 15. Folge, ne? Entschuldigung, wenn das nicht stimmt. Auf jeden Fall habe ich quasi die 15. Folge schon mal aufgenommen und bin einfach nicht weitergekommen. Das heißt, ich bin jetzt hier echt eine Viertelstunde rumgelatscht und bin nicht weitergekommen. Und sowas will ich euch nicht antun jetzt, dass ich hier 5 Minuten rumlaufe und ratlos durch die Gegend schreie, wie wir weiterkommen. Darum habe ich die Folge einfach gelöscht, jetzt sind wir hier. Und ich habe im Internet nachgeguckt, wie wir weiterkommen. Tut mir sehr leid, aber ich verstehe nicht, wie man selber auf sowas kommen soll. Passt auf. Ich werde es euch zeigen. Also nochmal dicke Sorry, falls ihr irgendwie böse seid deswegen. Aber das war jetzt echt schwierig. So. Passt auf hier, ne? Da. Guckt mal hier. Das Ding steckt fest. Das müssen wir wieder hochschieben. Jetzt haben wir es. Super, ne? Und jetzt funktionieren... Und jetzt bin ich mir sicher, besser gesagt, ich weiß es, dass wir jetzt die beiden Hebel aktivieren können. Und weit habe ich gar nicht geguckt. Ich habe nur gedacht, hä, was bringt das jetzt? Dann ist der Typ hochgelaufen wieder, hat die Hebel angemacht. Und sofort habe ich ausgemacht. Alles klar, damit wir das geklärt hätten. So, halt, wo geht's denn hin? Einmal hier rum, wie geht's uns denn? Leichte Kopfschmerzen ist nicht immer so toll. Oh, der fuck, guck durch unser Öl. Okay, wir haben noch zwei, aber... Ich mache hier mal an, ich glaube, ich muss hier öfter durch. Ich habe sowieso 45 verdammte Zunderbüchsen. Aber jetzt muss ich den Raum wieder finden, der genau hier ist. So. Yes, sir. Yippee. Die Türen sind jetzt übrigens offen. Und weiter habe ich gar nicht geguckt, wie schon gesagt. Yippidoo. Was war eigentlich hier nochmal drin? Genau, Steine. Und da war zu, ne? Nun sicher zu gehen. Alright. So. Ja, jetzt gehen wir diesen Weg hier runter. Bipapo. Bitte was? Was geht denn jetzt ab? Wer redet denn da immer? Ist das der Alexander? Oh, bitte sei ruhig. Er redet ein bisschen viel, der Kollege. So. Ja, links. Gehen wir mal nach links. Hello? Oh, ein Seil, das nach unten fährt, wie es aussieht. Was ist da unten? Der dunkle Abgrund. Ha, du sagst das gar nicht, bewirzt man. So, das bewegt sich übrigens, wie ihr im Schatten seht, ohne dass ich die Hände hin tue. Ja, muss da vielleicht was hingehangen werden? Vielleicht das Glas? Weil das ja ein Gefäß ist? Nee. Doof. Sicher nicht, ich muss das mal ganz ehrlich probieren. Ja. Gut, das Glas geht nicht. Das Fleisch. Jetzt ehrlich? Wieso denn das? Alter! Bin ich fei erschrocken gerade. Ich warte, hä? Ah, da unten ist was. Da ist doch was. Zieh hoch! Jetzt. Achso. Ein Knochen? Ach du Scheiße. Das ging aber ratzfatz. Reste? Die Knochen. Ist. Der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Geht warte da unten denn. Ah, nee, da wollen wir erstmal nicht hin. Gut, dann hätten wir hier einen schleimigen Knochen. Haben wir auch immer gebracht. Jetzt sei ruhig.
können wir ja auch immer gebrauchen, sowas. Warte mal, hier jetzt so. Na, nach. Hallo. Ah, Moment mal, das war doch dieses Ding, dass wir... Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzen hergestellt wird. Hm. Mhm. Sonst noch was hier? Oh. Nichts. Ah, hier ist wieder so ein Ding jetzt. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Okay. Mysterious. Oh, Laudano. Ah. Da ist nichts drin. Oh, cool. Ah, das ist ja ein super Versteck hier hinten, finde ich. Hä? Was konnte ich da gerade aufnehmen? War das der Stuhl? Nee. Ja. Aber ein geiles Versteck hier, oder nicht? Falls was braucht. Gut. Nichts ist hier. Ah, Altarraum. War man da schon? Im Altarraum? Nee, wartet mal. Da gehen wir nochmal hin. Die Angst überkam ihm erneut. Er griff nochmal nach der leeren Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Okay, schön hell hier. Sieht man auch nicht oft. Gut, zwei Türen. Au, ein Opferraum. Hier muss doch so eine Kugel liegen. Oder? Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Klingt ja scary. Kugel? Ist keine Kugel? Kein Kugelstück, besser gesagt. Seltsam. Hm? 15. August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. Have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. Please, I didn't do anything. Paint the man. Cut the lines. Paint the man. Cut the lines. Please, the man cries. Was ist los? Ich kann übrigens gar nichts gerade machen, weder Inventar noch sonst was. Aha. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Habe ich jetzt diesen Dolch? Nee, ich habe den Dolch gar nicht, gut. Das war gerade seltsam. Haben wir jetzt hier so ein Kugelstück oder nicht? Auch nicht, ich glaube.
Ich glaube, ich stelle mir das ein bisschen zu einfach vor. Na, hallo. Ah ja, jetzt hängen hier überall Menschen von der Decke. Das ist ja auch nichts Neues. Mal ein bisschen schaukeln. Hui, macht doch Spaß. So, und wo gehen wir hier lang? Döp, 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 döp. Oh, Altarraum, Haupthalle. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskus-Rosenöl zu suchen. Oh Gott. Oh Gott. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das ist ein Opferraum. Fuck, ihr Schwänze, ihr, ey. Boah!